am Okerstasee, gehen wir über die Vorsperre in Richtung Kellwassertal. Langsam, Bruno. Wir gehen parallel zu diesem kleinen Nebenarm des Okerstasees. Ein paar Felsen. Bruno macht das mal im Vollbart. So, hier hört sich das. Im Kellwassertal gehen wir einige Kilometer, um dann auf den Ochsenberg zu gehen. Die beiden kommen vom Trinken. Wir gehen noch ein Stück. Diese gefährlichen Tiere gibt es hier wirklich. Wir gehen zu einem kleinen Teich. Der Teich ist vom Weg her nicht zu sehen. Hat aber wunderbares, klares Wasser. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ja. Ein schöner Platz zum Rasten. Bruno versucht zu schwimmen. Er weigert sich. Er weigert sich. Na? Na los, Bruno. So ein fauler Hund. Ach, jetzt muss er schwimmen. Bruno hat soeben schwimmen gelernt. Wir gehen weiter. Wir zweigen ab zum Ochsenberg. Circa 150 Meter müssen wir erklimmen. Wir gewinnen an Höhe und sehen schon mal ein bisschen was. Das meiste ist Wald. Ein paar Klippen gibt es hier auch. Wuhu! Ich soll das hier filmen. Habe ich getan. Natur. Ja. Im Gipfelbereich des Ochsenberges stellen wir fest, dass wir gar nicht mehr auf dem Ochsenberg sind. Wir gehen aber trotzdem über den Ochsenberg zurück und hoffen auf ein paar schöne Aussichten. Bruno macht Stöckchen. Aua! Naja, das ist immer das Gleiche. Bruno! Fertig! Er ist fertig. Wir gehen weiter in Richtung Vorsperre. Auf dem Kammweg ist das recht schön. Nur zu sehen ist nichts. Ist in Ordnung so. Stempelkasten 412. Echo! Hatte. An der Westseite des Berges
gehen wir auf den Klippenhang an der Vorsperre. Wir schauen auf die Vorsperre. Wir entdecken ein Schiff, welches gerade anlegt. Vollkommen überladen, das Ding. Eine wunderschöne Aussicht vom Klippenhang. Der Bruno ist auch noch da. Wo ist er denn? Da ist er. Wir machen noch ein paar Bilder. Bewegte Bilder. Wir gehen da nach unten. Schauen noch mal nach oben. Ja, und gehen weiter. Bruno trifft eine Freundin. Lange nicht gesehen. Alter Mann, das ist nicht mehr. Zum Abschluss gehen wir noch mal direkt an den Rohrkopfstausee. Unterhalb der Staumauer. Bruno macht ein Abschlussbad im Oberstausee, der an dieser Stelle 30 cm tief ist. Das war unsere Pfingstwanderung. Tschüss.